Hallo zusammen, meine Brand Lumos Box ist gerade gekommen. Ich hatte gestern, glaube ich, eine Mail gekriegt, dass sie rausgeschickt ist. Und ja, dann komme ich nach Hause, kein Paket da. Und ja, ungefähr 10 Minuten später klingelt es an der Tür, war es der Hermes-Fahrer. Klar, dann fiel mir auch wieder ein, dass die Mail, dass in der Mail ja stand, dass es mit Hermes kommt. Mhm. Ja, gut aufgepasst. So sieht das Ganze von innen aus. Immer wieder die, ne, nicht die typischen DM-Würmchen, sondern diesmal dieses Meerschweinchen-Streu. Unterwegs im Januar. Wir fangen mal vorne an. Eichok. Ach da, hier. Eichok. Guckst du. Beetberry, Dark Chocolate with Raspberry und White Chocolate mit, ja, wie man das ausspricht, Lakritz. Da kostet ein Täfelchen 89 Cent. Da drin sind 40 Gramm jeweils. Und ich weiß schon, über das mit Himbeer, Himbeer, ne? Ja, genau. Himbeer wird sich mein Mann extrem freuen. Lakritz mag er gar nicht und Schokolade mit Lakritz kann ich mir jetzt auch gerade gar nicht vorstellen. Ich kann das auch leider nicht probieren, weil da eben Vollmilch drin ist. Weiß ich nicht, ob ich das meinem Vater gebe. Mag der Lakritz? Ich glaube schon. Ob er die Mischung mag, weiß ich natürlich nicht. Werden wir feststellen. Gelauncht im September 2012. So, Sula Toffee to go. Das ist auf jeden Fall was für meinen Vater. Karamell-Toffee mit weißer Füllcreme umhüllt von Vollmilchschokolade. Leute, da hätte ich mich früher echt reinsetzen können in sowas. Gelauncht im Oktober 2012. Toffee to go. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass ich euch das nicht vorkosten kann. Ich meine, das ändert auch nichts daran. Dadurch wisst ihr auch nicht, wie es schmeckt. Von daher ist es eigentlich egal. Aber ich würde gern sagen, schmeckt lecker oder schmeckt gar nicht gut. Von daher, ja, sieht sehr lecker aus. Kostet 1,29 Euro für 100 Gramm. Das sind auch 100 Gramm. Noch was für die schlanke Linie. Ein Keks. Ein Butterkeks mit Chocolate Chunks. Könnt ihr das erkennen? Da sind so Schokostückchen in dem Butterkeks. Gelauncht im Juli 2012, kostet 1,29 Euro für 160 Gramm. Habe ich noch gar nicht im Laden gesehen, ihr. Obwohl ich hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht gekauft, weil ich mochte immer so gerne, kennt ihr von Leibniz, typische Butterkeks und dann mit Vollmilchschokolade obendrauf, dieser Doppelkeks. Oh. Der hätte mich ja reinsetzen können, ne? Das wäre mir dann schon wieder fast zu wenig Schokolade. Also so dieses Halb-Halb fand ich genau richtig. Aber wer mehr Butterkeksgeschmack haben möchte, ja, landet auch wieder bei Papa. Weil nicht, dass ihr euch wundert, warum meine Mutter nie was kriegt. Meine Mutter ist gerade wieder auf ihrer Almased-Diät. Und von daher kann ich ihr mit sowas da nicht kommen. Und mein Vater freut sich. So, Melitta. Oh. Ja, jetzt wird es natürlich haarig. Jetzt kommen wir zu solchen Pads, gelauncht 2013. 2,29 Euro für 16 Pads. Was macht Frau denn jetzt damit, die nicht so eine Kaffeemaschine hat? Muss ich mal einfach gucken, ob ich jemanden kenne. Geeignet für alle gängigen Kaffeepad-Maschinen. Für alle gängigen Kaffeepad-Maschinen. Kann man das dann auch in die Tassimo stecken? Ist das eine gängige Kaffeepad-Maschine? Oder ist das eine gängige Kaffee-Disk-Maschine? Bin ich echt überfragt. Keine Ahnung. Also doch, gucken, dass ich jemanden finde mit so einer Maschine. So, Lisas Chips. Sweet Chili. Kennt ihr das? Lisas Chips? Kenn ich überhaupt nicht. Chips-Manufaktur. Im Kessel gebacken.
Schade, ich kann nichts, das hier hinten ist leider verwuscheldupst. Da kann ich nichts mehr lesen. Es sieht irgendwie aus, als wäre das von Michael gekocht wurde. Aber ich glaube, das ist ein Fehler, ne? Also ich probiere da jetzt einfach mal einen von, obwohl ich gar kein Chili gerne mag. Ich hoffe nicht, dass mir jetzt gleich der Rauch aus den Ohren pfeift. Riechen kann ich nichts, weil ich natürlich wieder mal erkältet bin, wie einmal im Monat. €0,99, Alter. Mhm. Für 40 Gramm, aber das macht auf jeden Fall den Rachen frei. Und die Nase. Ja, mild ist anders. Ich bin dann doch eher so der Paprika-Chips-Typ und nicht unbedingt Chili. Aber geschmacklich sehr gut und kross auch. Mir bloß ein Tick zu scharf. Ist das fies, ne? Jetzt esse ich euch doch was vor. Alter. Ist aber wirklich scharf. Für meine Verhältnisse. Irgendein anderer denkt wahrscheinlich jetzt, oh, die könnten schärfer sein. Mir langt das. So. Tee, Schwarztee von Goldmännchen, Blütenkraft, Gentleman. 3,89 €. Ja, Tee halt, ne? So männlich kann sanfte Hilfe schmecken. 7 ausgesuchte original englische Bachblüten fördern Entspannung, Konzentration und innere Kraft. Sorgt für Wohlbehagen. Das klingt doch mal nicht schlecht. Gucken, ob ich da was riechen kann. Aber es ist noch zu. Riecht nach Tee, ne? Also das, was ich rieche, riecht nach Tee. Da freue ich mich drauf. Das kann ich auch ohne irgendeine dusselige Maschine machen. Achso, wir wollten ja der Reihenfolge nachgehen. Glockengold Multivitaminsaft. Fruchtsaftgehalt 50% und mit Stevia gesüßt. 95 Cent. Achso, ich vergesse das Launchdatum ist Oktober 2012. Und der Tee und die Chips waren ein Tipp, deswegen steht hier kein Launchdatum dahinter. Oh, der ist schön kühl. Und ich weiß, man trinkt nicht aus der Buddel. Aber uns gucken ja sicherlich keine kleinen Kinder zu, denen man das immer erzählt, dass man das nicht macht. Süß. Lecker. Jetzt könnte ich glatt noch ein paar Chips mehr essen, weil jetzt ist die Schärfe wieder weg. Mhm. Schmeckt echt gut. So Multivitaminsaft. 100 Milliliter, 23 Kalorien. Ja. Klar, Wasser ist gesünder, aber mal für zwischendurch. Schmeckt gut. Schmeckt gut. So, Dr. Oetker. Oh, die habe ich früher auch immer gerne gegessen. Das ist schon ein paar Jahre her. Also das ist, ne, gelauncht Juli 2012. Nee, ich habe die, vielleicht war das nicht Dr. Oetker. Oder die haben bloß eine andere Verpackung bekommen, weil ich habe die schon, oh, ich habe jetzt nicht irgendwo Chips hängen. Vor der Geburt meiner Tochter, und das war im August 2011, habe ich die immer mit zur Arbeit genommen und mir mittags so eine Tasse angerührt mit Vanillepudding. Also so neu ist das nicht. Wenn, dann ist es die Verpackung oder die Zusammensetzung. Und ja, rein theoretisch kann ich das auch essen. Ich müsste es mir halt mit Sojamilch machen. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert und wie das schmeckt. Muss ich ausprobieren. Unglaublich, die Küche sieht wieder aus wie so ein Schlachtfeld. Die wollte ich eigentlich aufräumen, aber nun kam die Brand News Box dazwischen und jetzt versuchen wir das einfach mal hier mit, mal gucken, was für Milch ich offen habe. 150 Milliliter kalte Milch. Kalt kriegen wir hin. Jetzt machen wir bloß einen Messbecher. So.
So. Ich habe jetzt Mandelmilch. Also entweder haben wir den Pudding gleich verhunzt. Oder schmeckt. So, bei 600 Watt eine Minute in die Mikrowelle. Na, warm ist anders, aber seht ihr was? Da ist die Milch. So. Pulver hinzu. Nochmal warm machen. Okay. Also Pulver rein. Das kriege ich ja gerade noch hin, ne? Dann umrühren. Gut verrühren. Und nochmals eine Minute bei 600 Watt. So sieht's jetzt aus. Und nochmal eine Minute. Oh, das hat wohl nicht gut umgerührt. Also eine puddingartige Konsistenz hat das nicht. Machen wir mal den Geschmackstest. Oh, heiß. Ist mir fast ein Tick zu süß. Das kann aber auch an der Mandelmilch liegen, weil die halt natürlich einen anderen Geschmack hat als reguläre Milch. Aber ansonsten, ich sag mal so für zwischendurch, ja, ach, kann man essen. Kostet 69 Cent und für so eine kleine Mittagsmahlzeit kann man da nicht meckern. Ich weiß, ist alles nicht gesund. Weiß man ja, ne? Halten sich bloß viele nicht dran, mich inklusive. So, und jetzt haben wir das letzte Power-Look. Aha. Der Driver's Drink zum selber mixen per Knopfdruck. Mit einer Wirkstoffkombination von Koffein, Vitaminen und Beerenextrakten im Sports Cap steigert die Aufmerksamkeit und unterstützt die Sehkraft. Ja, das kann ja nicht schaden. Lounge, August 2012, 2,49 Euro. Wie, jetzt ist hier oben Pulver drin? Pin drücken, Flasche schütteln, trink fertig, wenn Inhalt rot. Aha. Okay. Das lasse ich jetzt erstmal noch zu. Das ist mir ehrlich gesagt zu viel, um mir das durchzulesen. Aber ich denke mal, das kann ich auch trinken. Aber ich bin nicht so der Fan davon. Mein Mann liebt so Schnuggelflaschen und ja, von daher, das darf, also gehe ich mal davon aus, dass hier unten wahrscheinlich einfach nur Wasser ist, ne? Und da oben dieses ganze Pulver. Und ist mir völlig neu, kenne ich so noch nicht. Habe ich auch noch nie im Handel gesehen. Mich wundert das, dass ich das zu Hause hier noch nie gesehen habe, weil mein Mann sowas immer alles als erster entdeckt und gleich kauft. Okay, dann machen wir das jetzt mal auf hier. Hier drehen. Okay. So, und dann Pin drücken, Flasche schütteln. Langt das schon? So, und jetzt kannst du das praktisch als Trinkding nehmen, ne? Ja. Ich riech nichts. Ja, was? Heiko, du musst auch was sagen. Nicht nur boah. Boah kann süß, süß sauer, salzig. Süß. Mhm. Knuckelt nicht wie so ein Baby. Oh, Bier. Ist so, wie will man das beschreiben? Durchsichtig rot. Probiere ich jetzt auch nochmal. Vielleicht sage ich dann auch, boah. Kommt da überhaupt was raus? Du musst saugen. Saug, Baby, saug. Für den Autofahrer ist das. Ja, macht auch eine bessere Sehkraft. Ja? Mhm. Oh, ja. Ich sehe unseren Hund. Jo. Was sagt ihr zu der Box? Ich bin sehr begeistert. Wirklich. Total zufrieden mit dem Inhalt. Wo ihr die Box bestellen könnt, verlinke ich euch unten in der Infobox. Und wir sehen uns wie üblich in meinem nächsten Video. Tschüss!